Und genau. Dann können wir die Kugeln ausprobieren. Wir haben die normalen Kugeln auch dabei. Die wilde Kugel. Die wilde Kugel. Fernbedienung würde ich wegschmeißen, genau wie den Baseballschläger. Die Pistole würde ich behalten. Aber warum ist denn nur diese eine Pistole bei uns dann im Inventar? Oder ist die... Keine Verbrauchsgegenstände? Oder ist die... Oder muss ich die einfach ablegen? Ist jetzt bestimmt nicht eine gute Idee. Ah, okay. Nee, alles gut. Alles klar, ich verstehe. Die muss also im Inventar bleiben. Mit Alt. So. Während der Spielersuche kann man ja auch hier rumlaufen. So, keine Ahnung, ein paar Dinge machen, die man hier so macht, während man wartet. Hi, Alfred. Vergiss es. So. So. Aber funktioniert ja tatsächlich mit dem Chat. Das ist ja sehr schön. Das freut mich. Das erschwert das Leben ein wenig. So. Ich mag es schwieriger. Man muss es einfach sagen, ich mag es schwieriger. Ich frage mich, ob wir auch so ein Monster sind. Weil man das ja die ganze Zeit sieht, ne? Sind andere Spieler jetzt da oder nicht? So. Dann versuchen wir mal erstmal ein bisschen Essen zu organisieren. Meistens in der Küche vielleicht könnte was sein. Oh. Ah ja, hier ist ja Stallion. Stimmt ja. Kühlschrank. Ist auch ein Questgeber. Verwenden. Oder was heißt Questgeber? Dem mussten wir auch eine Quest erfüllen. Bei ihm hier. Dem Alkoholiker. Was wollen wir? Wir wollten Blut sammeln, ne? Heißt also für uns, wir gehen gleich mal ein paar Monster killen. Der Chat ist auch ein Monster. Ja, es ist typisch. Oh, ein Taco. 140 Gesundheit. Essen wir. Verwenden. Verwendungszeit 2 Sekunden. So, das schnabulieren wir auch. Durch ein Regal. Ist da auch noch irgendwas drin? Mann, Pilz. Den würde ich jetzt vielleicht ungern essen. So. Achso, ich würde ja Dings weglegen, ne? Warte mal. Ich würde die Sachen weglegen, die wir nicht brauchen. So wie die Fernbedienung. So, das habe ich einfach mal mitgenommen im letzten Mal. Oh, Kugeln. Geld nehme ich natürlich mit. Und den Baseballschläger. So. Heißt für uns, ein paar Monster erledigen. Vielleicht finden wir nochmal irgendwo was zu essen. Hier ist, glaube ich, ein Theater. Ah. Na, lad nach, Alter. Okay, das Nachladen dauert aber ewig. Puh, ich muss doch mal ein bisschen üben mit dem Ausweichen und so. So, ein Herzchen. Die haben auch eine Küche hier, oder? Ja, da. Pass auf. La 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 la. So, Kühlschrank. Was zu snacken, komm. Nein, nichts drin. Gähnende Leere. Aber funktioniert das jetzt mit dem... Also ist jetzt wieder irgendwie ein Vote am Laufen? Nee, ne? Anscheinend nicht, oder? Oh, Kugeln. Nehme ich mit, weil das können wir bei uns im... Ach, hier ist eine Hecke. Oh, lol. Habe ich gar nicht gesehen. Können wir bei uns im Regal ein bisschen lagern? Komme ich hier raus? Hier komme ich raus. Hier ist die Garage. Nee, bis jetzt nicht. Okay. Ist es denn aktiv? Ich guck mal eben schnell. Es war jetzt mutig, dass ich jetzt einfach... Ja, für die Sitzung aktiv. Okay. Da sind auch noch Kugeln. Wieso sammle ich jetzt eigentlich Kugeln? Ich wollte Monster töten für die Herzen. Es gibt übrigens auch große Monster. Und ganz fiese, die an Wänden hocken, die man nicht sieht. Habe ich sehr eindrucksvoll bewiesen, wie man die findet. So. Hier vielleicht in der Küche was zu essen noch? Guck mal. Ah, mich juckt's. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass manchmal nicht immer Spieler da sind. Liegt aber vielleicht daran, weil es so ein Nischen-Game ist. Also so ein kleines Indie-Game. Aber ich finde es richtig cool, muss ich sagen. Ich glaube, ich kam im Oktober. Oh, Wodka. 400 Ausdauer. Aber dafür weniger Leben. So. Hallo, ich brauche Herzen. I need some Herzen.
war ich denn noch nicht? Was haben wir denn hier alles? Warte mal, Fast Food. Wo ist Fast Food? Da oben. Das heißt, ich müsste hier komplett hochlaufen. Jürgen, was? Hier ist ein Fahrstuhl. Ist echt ein bisschen wie GTA 2 so, ne? Oder GTA 1. Ein bisschen. Fällt mir richtig gut. Wie viel haben wir denn? 92? Dann würde ich die noch mitnehmen. Dann haben wir 100, ne? Ja. 100, 100. Sehr schön. Können wir bei uns zu Hause auffüllen. Glaube ich richtig? Nein. Shit, ich laufe vollkommen falsch. Ich will zum Fastfood-Restaurant. Da kriegen wir bestimmt was zu essen. Immer diesen Balken, den man da sieht, jetzt hier dieses helle, das zeigt immer an, wo Gegner sind. Kritischen Treffer. Sehr schön. Puh. Okay. Die sind so schnell, diese Viecher. Das müsste jetzt der große Boulevard sein. Wenn man wegguckt, sind die weg, ne? Dann sieht man die nicht. Sehr schön. Herz nehmen wir mit. Ich habe das Gefühl, wir sind vielleicht alleine, dass hier keine Spiele sind. Alter, hier ist ein Spielplatz. Lol. Guck mal, da hinter dem Dings kann man nicht gucken. Wenn ich jetzt so rumgehe, da taucht die Blume auf. Das ist mega gut gemacht. So, warte mal. Der Fastfood ist jetzt hier rechts und dann links die Straße hoch. Oder ist es wirklich nur dann, wenn andere Spieler auf dem Server sind? Alter, diese Geräusche. Oh, das große Monster ist, glaube ich, unterwegs, oder? So, Fastfood müsste jetzt hier rechts kommen gleich. Gleich hier oben irgendwo. Da ist es nicht Fastfood, oder? Doch, hier. Open. Aber hier kann man nichts kaufen. Oh, da müssen wir die alle noch freischalten. Wir müssen die bestimmt noch freischalten. Wetten? Hier oben steht auf jeden Fall Crocs Fast Food. Vielleicht lernen wir die noch kennen. Guck mal eben, weil wenn wir schon einmal hier unterwegs sind. Wie gesagt, ich weiß natürlich nicht, ob immer Spieler da sind. Oh, Kuchen. Mmh. Lecker. Sachen verderben übrigens auch. Habe ich rausgefunden. Das stand ja auch im Beschreibungstext. Habe ich rausgefunden, klingt auch so blöd. Stand im Beschreibungstext, habe ich gelesen. So. Und zwar braucht man dann später auch mittelgroße Blutampulle. Nehmen wir mit. 50 Bluteinheiten. Genau wie das Herz. Braucht man später auch einen Kühlschrank, um die Sachen halt langlebiger zu machen. Dass die dann... Oh, ist ja praktisch. Würde ich sagen, machen wir mal. Ja, ich sag mal, bei 4,58... Bei 5,3 oder so haben wir es, glaube ich, aktiviert, ne? Haben wir es bei 4,33. Wie viel Zeit war denn das jetzt? Bei 5,3 und 4,33? Drei Sekunden. So, handeln. Haben wir irgendwas für ihn? Nee, ne? Ja, Essen hätten wir auch mitbringen können, aber gut. Komm, egal. Dünger. Ich habe noch keinen Dünger gefunden. Dann lass uns mal in der Schublade unsere Kugeln auffüllen. Sehr schön. Davon haben wir auch nicht mehr viel. Wir müssen aufpassen. Blutampulle. Ich würde mal tatsächlich beim Bonsai mal gucken. Die Blutampulle bringt 150. Leck mich fett. Und das Herz. Jawohl. Schauen wir mal, was dann passiert. Ich bin sehr gespannt. So, heißt also, wir haben... Können wir es stacken? Ja, 4, okay.
Bisschen Geld haben wir auch, bisschen Cash. Wir haben 60k, ne? Jetzt erstmal schlafen. Ich kann nicht schlafen, der Schlund macht zu viel Lärm. Dann gehen wir uns den Schlund mal anhören, was er zu sagen hat. Du scheinst besorgt zu sein. Ist es wegen dieser Pflanze? Ich frag mich, wer dich reingelassen hat. Sei nicht unangenehm. Man betritt nicht einfach ungebeten das Haus eines anderen. Hör zu, diese Pflanze dürstet nach Blut, pass auf. Kümmer dich um deinen eigenen Kram. Um ihren Blutdurst zu stillen, musst du raus auf die Straße und dein Leben gefährden. Und was bekommst du dafür? Nichts. Auf die Straße zu gehen ist mein Job. Dein Job ist zu gefährlich. Century City ist eine kranke Stadt. Die Luft ist unerträglich. Wenn du zu lange auf der Straße verweilst, kommst du vielleicht nie wieder zurück. Ich weiß, wann es an der Zeit ist, nach Hause zu gehen. Wenn dich etwas tötet, riskierst du, deinen ganzen Besitz zu verlieren. Nicht, wenn ich derjenige bin, der tötet. Versprich mir zumindest, dass du dich beeilst, sobald du den Alarm des Fahrstuhls hörst. Sei vorsichtig und verirr dich nicht. Verwende die Karte, wenn du dir nicht sicher bist, wo es lang geht. Ich kann die Vorstellung nicht ertragen, dass du allein auf der Straße bist. Ich bin nicht allein. Da sind jede Menge Gegner. Wie du willst, kleiner Spatz. So. Schlafen. Ich kann nicht schlafen. Der Schlund macht zu viel Lärm. Ja, was soll ich denn machen? Licht aus? Du hast Bill aufgeweckt. Ist der gute Bruder? Ich weiß nicht und es ist mir auch egal. Nun, wie auch immer. Dein Laden ist perfekt, wenn man nach schnell, bequem und ergonomischen Kalibern sucht. Kurz gesagt, für jeden mit einem Überlegenheitskomplex. Weißt du, kleiner Spatz, kenne das Grauen und du bist kein Teil davon. Wie kommst du darauf? Du bist so naiv. Ah, Unsinn. Wenn du mich ärgern wolltest, dann hast du es geschafft. Ich sage nur die Wahrheit. Du hast keine Ahnung, wovon du redest. Blut, abliefern. Aha, der will also auch Blut. Wäre jemand naiv imstande, so etwas zu tun? Du brauchst mir nichts zu zeigen. So, er ist ruhig. Kann ich ihm was geben? Ah, ich kann ihm auch Blut geben. 500 Blut will der haben. Leck mich fett. 500 Blut. Uff. Das wird ja nicht reichen, ne? 250. Armer kleiner Spatz. Okay, 250 haben wir gegeben. Wir haben natürlich nichts mehr für den Bonsai. Wir könnten dann nochmal auf die Tour gehen. Dann würde ich nochmal auf die Tour gehen, nochmal ein bisschen Blut holen. Würde ich nochmal eine Runde machen. Vielleicht gibt er dann Ruhe. Vielleicht können wir dann schlafen und den nächsten Tag anbrechen. Wir müssen... Warte mal, was hat der nochmal? Nahrung, Dünger und Sprengstoff, ne? Genau, Essen, Dünger, Sprengstoff, okay. Unser Vermögen beläuft sich auf 340.000. Hier links. Bankkonto ist 0. Wir haben auch Bankkonto. Ich weiß noch nicht, wie man auf die Bank zugreift. Hat uns das Spiel noch nicht erklärt. Vielleicht auf der Karte... Gibt es auf der Karte eine Bank? Da, Bank, tatsächlich. Aber wo ist die? Da oben ist die. Gibt es die nur einmal? Die Bank gibt es nur hier oben, wenn ich das richtig sehe. Unter dem... Was ist denn das da oben? Ist das ein Supermarkt? Nee. Ach, unter dem Düngerladen. Oh, da kriegen wir bestimmt Dünger. Aber sind da überhaupt Leute drin, die wir anquatschen können? Weil im Fastfood-Restaurant war ja auch niemand gewesen. Hm. Da bin ich ja mal gespannt. So, Match wird gestartet. Keine Ahnung, ob Spieler da sind oder nicht. Wir lassen uns überraschen. Schauen wir mal.
und wieder in den Schlund. Nach Century City. Schwupps. Schnelles Laden einfach geht. Letztes Mal stand oben warten auf andere Spieler, aber das ist jetzt gerade nicht. Kann natürlich sein, dass wir dann tatsächlich alleine sind. So, wir brauchen Blut, ne? Das heißt, wir sind auf der Jagd nach Blut. Wir haben nur noch, ja, nicht mehr so, wir haben nicht mehr so viel Schuss. Wo sind wir denn jetzt gestartet? Da unten rechts. Da, das heißt, wir müssen nach oben zur Bank, ist da lang. Ich kann mir aber, wie gesagt, vorstellen, dass da niemand ist. Ich würde es trotzdem mal riskieren. Da hinzukommen. Um einfach mal zu gucken, weil da waren wir, wie gesagt, noch nicht gewesen. Was ist das denn? Das ist doch bestimmt auch irgendwas, oder? Wie gemein. Das ist also so eine Bombe. Ja, Herzen nehmen wir mit. So. Wir sind jetzt da unten. Das heißt, wir müssen jetzt nach links laufen bis zum großen Eingang. Beeil mich mal. Hallo? Hallo? Wie gesagt, in der Aufnahme, also Folge 2 müsste es gewesen sein, waren auf jeden Fall Spieler zu hören, die ich für YouTube hatte. Krass, dass man hier aber auch über die Hecke gucken kann. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, aber okay. Ja, wir müssen noch ein bisschen rüber. Weiter rüber. Was ist das hier? Okay. Empress Square ist das. So, hier müsste jetzt gleich die Bank kommen. Million Bridge. Das ist ja ganz toll. So, hier links ist die Bank. Das müsste die Bank sein. Hier ist aber... Was sind das für Geräusche? Komme ich nicht drüber? Ne, also da drüben an die Bank-Dings komme ich nicht dran. Alter, diese Geräusche. Century Bank. Und oben müsste der Düngerladen sein, ne? Das müsste der Düngerladen hier oben sein. Wie komme ich denn da rein? Wo ist denn der Eingang? Ah, da unten ist der Eingang. Das sieht auch völlig nach einem Düngerladen aus. Hier ist aber auch noch keiner. Wir werden bestimmt noch Leute kennenlernen. Da würde ich verwetten. Der wird bestimmt hier sitzen, weil wir hier nicht langkommen. Okay. Ich durchsuche mal den Müllcontainer. Vielleicht haben wir ein Glück und finden was, was wir gut gebrauchen können. Verdorbenen Burrito essen wollte er, ne? Nehmen wir mal mit. Wir wollen ja auch noch Blut. Ah, Blut brauchen wir, ne? Das heißt, wir sollen jetzt auf jeden Fall irgendwie Blut sammeln. Lade nach. Und wir sammeln das Herz ein. Ich höre noch ein. Haben wir. Schön. Durchschnittliches Herz, 100 Bluteinheiten. Die werden, glaube ich, auch schlecht. Flosse. Okay. Kann man verkaufen? Kann heute an den Trödel verkauft werden? Ach, krass. Ist das, ach, gehört das zu essen oder was? Okay. Nehme ich mal mit. So, ist noch kein Fahrstuhl da, ne? Es hat noch nicht gebimmelt. Was haben wir denn da oben? Was ist das denn? Töpferladen? Können wir auch mal gucken gehen, komm. Wenn wir schon einmal hier unterwegs sind gerade. Und haben die Möglichkeit, ein bisschen zu gucken. Es kann natürlich auch sein, dass andere Spieler vielleicht erst später spielen. Und nicht um die Uhrzeit hier so früh am Tag. Wie sich das anhört, wie da einer fährt. Ah, hier ist der Foto. Hier ist so ein Fotoding. Und guck mal, wenn ihr jetzt so drunter stellt. Alter, das ist so mies, ne? Das ist so gemein. So, wo ist der Töpferladen? Da. Wir werden, wie gesagt, bestimmt noch Leute kennenlernen. Oh, Alter! Oh, der hat uns aber gut zugesetzt. Wo ist der hin? Puh.
Puh, der hat uns gut zugesetzt, aber wir haben es geschafft. 4 Schuss haben wir noch. Jetzt haben wir 2 davon. Eine Feder können wir auch verkaufen. Sehr schön. Sollten ein bisschen Essen organisieren. Komme ich hier irgendwie rein in das Gebäude? Hier ist eine Küche. So, warte. Ich glaube, es funktioniert wirklich nur mit dem Twitch-Integration, wenn auch Spieler da sind. Und ich glaube, es sind keine da. So. Na toll, Kakerlake kann ich nicht essen. Regal? Ist da was zu essen drin? Nö. Ich meine, ich könnte den verdorbenen Burrito essen, ist aber jetzt nicht so sehr förderlich. Glaube ich zumindest. Annäherungsmine können wir auch verkaufen. Wert 5000. Handelswert 2000. Was ist das denn Handelswert? 1000. Ganz ehrlich, da verkaufe ich doch lieber die Mine. Die ist noch ein bisschen mehr wert. Und sie hat einen Nährwert. Ah. Oh. Direkt in der Nähe ist ein Fahrstuhl. Das ist sehr schön. Hier ist noch eine... Oh, ein Bankautomat. Oh, oh. Puh. Das ging aber gerade gut. Durchschnittliches Herz. Jawohl. Irre. Er wechselt also automatisch dann auch auf die Kugeln. Ich kann hier aber auch nicht einzahlen, ne? Okay, das ist nur zum Entnehmen, falls da Geld drin ist. Was ist das hier für ein Laden? Wo bin ich denn hier? So ein Tisch oder was das ist? Ach, eine Schreinerei. Oh, stimmt. Wir können ja auch Möbel, wie gesagt. Vielleicht müssen wir die auch herstellen oder so. So, wo ist der Fahrstuhl? Der ist hier unten direkt. Am Empress Square ist der Fahrstuhl. Hier. Würde ich mal mitnehmen. Acht, neun, zehn... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Zähl's mal. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Okay, ich glaube 30 Sekunden sind's, die der Fahrstuhl braucht. 30 Sekunden, das ist ja noch okay. So. Ja, okay, wir sind auch noch Level 3. So. Ich hoffe, irgendwann kommen mal ein paar Spieler, die wir mal treffen. Also, ich hoffe nicht, ne, aber trotzdem. So, verkaufen wir mal hier unseren Händler. So, Sprengstoff, guck mal hier, 2200. Den Burrito für 193 kauft er uns ab. Und die Flosse für 44 nehme ich mit. So, heißt also, wir haben eigentlich den Tag ganz gut genutzt. Jetzt können wir nämlich auch die 4 Kugeln hier reinpacken. Das Geld packe ich hier wieder rein. So, Blut. Ich würde sagen, wir geben ihm mal Blut. Dadurch wirst du deine Meinung über mich ändern. Du warst gut. Auch wenn es nicht dein Ding ist. Inventar wurde um 1 Platzplätze erweitert. Geil. Sprechen, Riss. Ein heiteres Lied klingt aus dem Riss. Mhm. Ach, krass. Oh, der Inventar. Oh, wie cool. Ja, nice. Feier ich ein bisschen. So, haben wir den gegossen? Den haben wir gegossen. Heißt also, wir müssen auf jeden Fall zusehen, dass wir morgen wieder Blut organisieren. Für unseren Bonsai. Dann legen wir uns mal schlafen. Wenn ich mich schlafen lege, sind morgen alle verderblichen Lebensmittel verdorben. Ich muss so schnell wie möglich einen Kühlschrank kaufen. Ja, aber wo kaufe ich den? Trotzdem schlafen. Wir können ja noch keinen Kühlschrank kaufen. Noch 7 Tage, bis der Besitzer des Bonsais zurückkommt. Ich kann die Belohnung kaum erwarten. Ich bin mal gespannt, ob der die... Tag 4, Donnerstag.
Gute Nacht, ja. Jetzt bin mal gespannt, ob der die Aufnahme wieder abbricht, weil tatsächlich beim letzten Mal hat er die Aufnahme immer abgebrochen, hat er nach dem Zwischensequenz, aber diesmal nicht. So, Festnetztelefon. Otis. Bankier. Ah, der ist von der Bank. Jetzt geht das wahrscheinlich los, dass wir alle kennenlernen, so Stück für Stück. Guten Abend. Sie sprechen mit dem Problemlöser. Mein Name ist Otis. Ich bin ein Käfersammler. Aber ich bin kein stumpfer Hamster. Ich sammle sie, um sie zu einem höheren Preis weiterzuverkaufen. Käfer sind heute nicht mehr viel wert, aber wie viele andere Dinge werden auch sie an Wert gewinnen. Würdest du mir freundlicherweise helfen? Es gibt nichts umsonst. 50 Kakerlaken! Ja, natürlich. Wir sind ja schließlich Geschäftsleute. Ich arbeite in der Century City Bank am Kontoschalter. Wir sehen uns dann dort. Okay, also Hauptquest quasi für uns. Der will wieder Blut, ne? Hattest du heute bereits unangenehme Begegnungen? Ich habe in diesem Augenblick eine. Wie fies. Ich meine, diese Übernatürlichen, die die Straßen heimsuchen, die furchtbaren und gefährlichen Kreaturen. Dank dieser Übernatürlichen komme ich über die Runden. Ja, ich weiß, dass Teile von ihnen nützlich sein können, besonders wenn man Geld braucht. Aber ist es das Risiko wert? Es ist viel mehr als das Risiko. Wir machen jedoch nicht nur diese Übernatürlichen Angst. Die anderen mit ihren großen Augen, sie sind ebenso klug wie unerbittlich, sie sind nicht wie du. Was, die anderen haben Angst vor mir? Ich will ihr Blut, das ist das Beste. Und sie wollen deins, weil es ebenso wertvoll ist, du hast nur ein Herz, genau wie sie. Wie langweilig, ich weiß, was ich tue. Ich weiß, die Sache ist, dass die anderen keinen Skrupel haben, sie sind nicht wie du. Ich habe auch keinen Skrupel, so naiv bin ich nicht. Okay, kleiner Spatz, wir reden ein andermal darüber. So, gut, da sind wir wieder. Wir quatschen mal mit dem Händler, damit wir mal wissen, was wir auch da mal organisieren können. Stahl, Elektronik, Medizin braucht er am Donnerstag. Okay, aber unsere Hauptquest ist ja... Akt 1 immer noch, die 50 Kakerlaken zu organisieren. Ah, wir müssen mit Alfred reden, ne? Wegen dem Problem. Dem Handwerker. Wahrscheinlich sagt er jetzt morgen. Wetten? Guten Abend. Gibt es etwas Neues? Worüber? Hattest du den Handwerker angerufen? Ja, morgen. Ich habe keine Zeit zu verlieren. Kannst du ihn heute anrufen? Er ist heute beschäftigt. Ich gehe nicht, bevor du ihn angerufen hast. Du bist unerträglich. Ich rufe ihn sofort an, okay? Hallo? Spreche ich mit dem Handwerker? Entschuldigen Sie die Störung. Da ist ein Mieter, der Hilfe braucht. Ja, ein Riss. Verstehe. Ja, natürlich. Ich sage Bescheid. Einen schönen Tag noch. Und, was hat er gesagt? Er hat gesagt, er kann heute nicht. Er hat einen Notfall. Was für ein Notfall? Was für ein Notfall? Er repariert den Maschinenraum. Es gab einen Stromausfall, erinnerst du dich? Wann kannst du ihn zurückrufen? Heute sicher nicht. Morgen? Das wäre besser. Dann sehen wir uns morgen, danke. Keine Ursache. So. Löse das Problem morgen. Ich habe diesen schlunden Satz so, ja, okay, hängt an seinen Faden. Ich werde noch einen Tag warten, aber das war's. So, vierten Tag von 10 für die Hauptmission. Und Aufgabe, genau. So, wir müssen 50 Kakerlaken organisieren. Blut brauchen wir auf jeden Fall. Ich würde Blut in der letzten Runde, glaube ich, holen. Wir können ja mehrmals rein, ne? Deswegen, ich würde vielleicht jetzt erstmal die Kakerlaken organisieren. Penthouse können wir noch nicht. Es gibt momentan keinen Grund, in die obere Etage zu gehen. Ich weiß nicht, warum das nicht geht. Vielleicht erfahren wir das noch. Aber ich finde es schön, wir merken, dass wir auf der Karte jetzt Stück für Stück mehrere Leute kennenlernen. Wir haben erst den Alkoholiker kennengelernt.
Dann jetzt diesen den Waffenheini, Bill. Jetzt lernen wir den Banker kennen. Wahrscheinlich über Fast Food werden wir wahrscheinlich auch noch jemanden kennenlernen, der im Fast Food Restaurant arbeitet. Einen Schreiner werden wir noch kennenlernen. Das kommt wahrscheinlich alles noch. Sehr, sehr schön. Freut mich ein bisschen. Und er braucht Elektronik, Stahl und Medizin. Stahl! So, Vitalität haben wir plus 2,5. Wie können wir denn, gibt es irgendwie eine Möglichkeit, wie wir Sachen irgendwie leveln können? Ansehen. Ach, guck mal, wir haben verschiedene Ansehens. Treuekarte. Okay. Das ist interessant. So, Runde geht gleich los. Der Burrito, ja. Die Flosse. Ja. Okay. Europa-Server. Vielleicht sollte ich tatsächlich vielleicht mal einen anderen Serverregion wählen. Ich weiß nicht, ob dann vielleicht wir auch mal auf Spieler treffen. Aber letztes Mal waren eigentlich welche da im Spielen. So, mal schauen. Oh, es dauert aber ein bisschen länger. So, wir müssen zum Bankier, aber wir müssen erstmal ein paar Kakerlaken finden, ne? Ich würde erstmal hier ein bisschen durchsuchen. Und schauen, ob wir welche finden. Nein. Ich lasse jetzt alles liegen, was ich so unnütz fände. Da haben wir schon die erste. Und wir finden Geld. Geld nehme ich immer mit. Geld klingt gut. Nochmal Geld. Was ist das hier? Zahnpulver. Schaden plus 5. Benötigt 100 Blut, Tag zum Anbau. Oh, wir können das anbauen. Ach, das ist... Ah, das sind bestimmt Samen hier. So Dünger. Oh, nee, nicht Dünger, sondern so Samen. Da können wir also Sachen anbauen. So, hier ist nochmal Geld. Oh, hier. Das zum Verkaufen. Oh, wir haben wieder ein... Uff. Kommt der hier lang? Der kommt hier lang, ne? Wo ist der? Komm, auch schon mal ein bisschen Blut mitnehmen. Was? Halbiert Gesundheit? Was? Lasst euch. Habe ich schon mal erwähnt? Wo sind wir überhaupt auf der Karte? Oh, wir sind direkt oben bei der Bank. Das ist ja praktisch. Wir müssen Kakerlaken sammeln. So, heißt also, wir können mal hier schnell gucken, ob wir hier vielleicht zwischendurch Kakerlaken finden in den ganzen... Alter, halbe Gesundheit. Ist das euer Ernst? Toll. Großartig. Das macht die Sache nicht einfacher. Alter, der kommt durch die... Ernsthaft? Der kommt durch die Dings. Durch die Scheibe. Angescheißert. Okay. Wir können also unser Inventar erweitern. Das ist ja geil. Oh, Verbände. Oh ja. Verwenden. Und nochmal verwenden, bitte. Ja, ist es. Macht Spaß, ja? Macht Spaß? Ja, ich habe das Gefühl, es macht Spaß. So. Okay, Geld. Ja, ich brauche aber Kakerlaken. Hier vielleicht im Nachttisch sind ein paar Kakerlaken. Ich weiß ja nicht, was einige so von euch im Nachttisch haben. Ich will es auch gar nicht wissen, glaube ich. So, jetzt haben wir hier alles abgegrast. Wo könnten denn noch Kakerlaken sein? Ah, den Töpfer-Heini werden wir ja wahrscheinlich auch noch kennenlernen. Oder Frau, keine Ahnung. Also ich muss sagen, ich mag das Spiel. Es gefällt mir richtig gut. So, wir haben mal gerade 3 von 50. Gut, wir können da noch ein paar Runden mehr reingehen. So ist es ja nicht, ne? Wir sollten auf jeden Fall auch zusehen, dass wir uns zwischendurch heilen. Sehvermögen plus 15% verwenden. Bewegungsgeschwindigkeit plus 1% verwenden. Ah, guck mal, jetzt hier. Okay. Haben wir jetzt ein breiteres Blickfeld? Ich weiß gar nicht mehr, was ich gelesen hatte. Macht sehr viel Spaß. Weil ich meine, was gelesen zu haben, dass dieses Sichtfeld, glaube ich, auch dafür ist, dass man dann... Also, wenn man so eine Tablette schluckt, dieses... Boah, Kugeln. Dass man dann auch das Sichtfeld erweitern kann. Ja, okay.
Aber den Geruchssinn habe ich noch nicht ganz verstanden. Okay, da haben wir schon... Nein. Haben wir schon geguckt. War da Kugeln? Da waren Kugeln. Die nehme ich mit R. Nehme ich nämlich direkt die anderen. Alter, wir finden überhaupt nicht viel Kakerlaken, ne? Ist nicht gut. Vielleicht sind hier welche. Toll, Geld. Ah ja, ich meine, Geld ist cool. Können wir einzahlen wahrscheinlich demnächst dann in der Bank. Aber Kakerlaken wäre mir jetzt ein bisschen lieber. Aber wir drei haben von 50. Das ist halt... Boah, Alter. Puh, was ein Drecksack. Der explodiert. Hui. Da muss ich aber los. Okay. Okay. Ist hier in den Schränken was? Können hier vielleicht Kakerlaken sein? Klebstoff, Geld, ja. Pilze, Belastbarkeit. Oh Gott. Vorhin haben wir so viele Kakerlaken gefunden, ne? Inverted Map. Ja, es ist ganz toll. Hä, war da ein Herz? Ah, nee, das war bei uns im Inventar. Gut, ist jetzt nicht so schlimm, dass die Map invertiert ist. Ich gucke jetzt nicht so... Ich gucke jetzt nicht so drauf, ne, muss man sagen. So oft. Zumindest aktuell wissen wir ja, wo wir sind. So, ich brauche noch irgendwie ein Gebäude, um mehr Kakerlaken zu finden. Bei der Bank gibt es ja wahrscheinlich keine Dings, ne? Die ist ja da. Würde man mal hier nochmal einmal umgucken. Mülleimer durchsuchen. Das ist doch ein super Ort für Kakerlaken. Aha. Und Geld liegt da drin. So, wir haben 16. Von 50. Er wollte 50 Kakerlaken haben. Das Alter, 50 Stück. Stahl. Oh ja, Stahl können wir auch verkaufen, ne? Das wollte er ja auch haben. So, hier können wir den Kühlschrank wieder durchsuchen. Können wir vielleicht was zu essen finden? Wo nichts drin ist. Toll. Küchenregal. Da, oh, natürlich. Im Küchenregal ist... Oh, Chips. Ja, nehmen wir. 75 Gesundheit, wenigstens etwas. So. Kugeln, ja, haben wir eigentlich... Kugeln, oh, Entschuldigung. Kugeln haben wir eigentlich genug. Oh Mann. Ich hab's gewusst, dass da was rumfährt. Ich warte mal, bis er da unten wegfährt. Oder vorbei. Alter. Leck mich fett. Gut, ich meine, so sammeln wir auch ein bisschen Herzen, ne? Eigentlich wollte ich das in der vorletzten Runde oder letzten Runde eigentlich machen, aber wenn wir schon einmal dabei sind... Oh, Blutampulle, auch schön. So, ja. Puh. Okay, so langsam gewöhne ich mich an die Steuerung mit der Maus und Tastatur. Aber wir können nur 4 maximal mitnehmen, ne? Ganz ehrlich. Dann nehme ich hier nochmal ein Herz mit, anstatt die Blutampulle. Wir brauchen zu essen, wir brauchen noch Kakerlaken. Komm, im Kühlschrank können auch Kakerlaken sein, oder? Nein. Aber im Küchenschrank. Auch nicht. Was ist denn hier los? Was ist das für eine Wohnung? Keine Kakerlaken zu Hause. Also das... Aber Geld. Aber Geld im Schrank. So. Okay. Hier vielleicht. Verbände. Oh, Verbände und wir haben keinen Platz. Oh, das ist nicht gut. Ich muss irgendwas aussortieren. Komm, die Elektronik. Scheiß drauf. Verbände können wir wesentlich besser gebrauchen und wir können die auch direkt verwenden. Was heißt denn deponieren? Was kann ich denn damit machen? Ach so. Können die Sachen dann wieder da drin deponieren, wenn wir wollen würden. So. Knapp 3 Minuten gleich noch. Wir sollten auf jeden Fall schon mal die Augen nach dem Ausgang aufhalten. T
toll. Das ist natürlich jetzt super. Wir haben die nicht gefunden. Ich dachte, wir finden die 50 mal eben schnell auf die Schnelle. Auf die Schnelle machst du hier eine Riesenwelle. So, warte. Haben die gehört, ne? Ich dachte, jetzt kommt da schon einer. Oh, eine Cola. Ein Taco. Und ein Pfannekuchen. Lecker Schmecker. So. Müssen wir auch gucken wegen Dings gleich, ne? Wegen, na, sag mal schnell. Wegen, Ausgang. Wir brauchen nämlich, was war das? 30 Sekunden? Oh, hier kommt einer rein, oder? Fuck, keine Kakerlaken. Kakerlake? Hä, wieso wird es jetzt gerade so dunkel hier? Die Sonne geht weg. Ich muss mal... Warte mal. So, da bin ich wieder zu sehen. Hallo. Die Sonne ist weggegangen. Die Sonne, geh weg. Ich mag nur die Bildschirmbräune. Ja, das sieht mit den Kakerlaken sehr kritisch aus hier gerade. Waren wir hier schon am Schrank? Ja, da waren wir schon. Ah, hier ist direkt ein Fahrstuhl. Und noch mehr Geld. Da ist es toll. Wir können so viel in der Bank einzahlen, wenn wir die dann haben. Kuchen. Brauchen wir eigentlich nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass die Kakerlaken an irgendeinem speziellen Ort... Oh, warte mal. Hier ist ein Mülleimer, ein großer, ne? Wie komme ich denn hier raus? Ach, da. Warte. Aber hier sind auch Gegner, ne? Oder? Jetzt kommt schon ein Gegner. Ja, Kakerlaken, 11 Stück. 28 haben wir. Nice. Sollen auf jeden Fall Mülleimer durchsuchen. Da ist noch einer. Da ist einer in den Raum gelaufen hier. Oh, Alter. Hua! Muss los. Muss los. Wuhu, wir haben nicht mehr viel Zeit, ne? Wir sollten zum Ausgang. Oh, holy shit, wo war der Fahrstuhl? Der war hier irgendwo, ne? Warte, hier, oh, Alter. Oh Gott, bitte komm hier nichts rein. Bitte lass hier nichts reinkommen. Ich stehe mich hier in die Ecke. Hilfe. Mal gucken, ob ich recht hatte. Ja, müsste es ja passen eigentlich von der Zeit her. Wir haben, glaube ich, bei 40 oder die 50 oder 55, glaube ich, gerufen. Müsste es ja eigentlich passen von der Zeit. Das Spiel, ja, wir spielen es gerade auf dem PC. Das ist nicht auf der Konsole, das ist auf dem PC. Wir spielen es auf dem PC. Das gibt's auf Steam. Ist auch schon raus. Kam, glaube ich, im Oktober. So. 11, 10 Sekunden, ja, das passt. Ja, wir spielen, wie gesagt, wir spielen gerade die Steam-Version. Das gibt's auf dem PC. Ich weiß gar nicht, ob es schon für die Konsole gibt, überhaupt. So, da wären wir wieder im Hotel. Heißt also für uns, wir haben natürlich wieder Blut gesammelt. Elektronikstahl verkaufen wir. Problem ist nur, wir können die Herzen... Können wir schon ihm Blut geben? Bestätigen, okay. Das ist ein winziges Herz, das ist ein durchschnittliches Herz, durchschnittliches Herz, okay. Problem ist halt echt, ich kann die Kakerlaken nicht lagern, ne? Ich habe halt keinen Platz, ich müsste die Kugeln hier mal eben ausschaffen. Beziehungsweise wir brauchen die Kakerlaken ja für unterwegs, wir müssen ja mit in den Raid nehmen, ne? Das Herz packe ich hier rein. Ach, das ist verdorben hier. Wenn es verdorben ist, gibt es nur noch 25 Bluteinheiten. Wenn es voll ist, 50%. Okay, verderblich, ja. Könnte man auch im Kühlschrank packen, wenn wir einen Kühlschrank hätten. Das heißt, ich würde das Herz einfach mal dann irgendwie außerhalb wegwerfen. Die Kugeln würde ich behalten, weil wir nicht mehr so viel von den besseren Kugeln haben. Dann würde ich so einfach nochmal reingehen in die Runde. Nee, wie gesagt, es gibt es für PC. Wir spielen ja die PC-Version gerade. Kann ich hier eigentlich... Warte mal... Good Neighbor Pack. Weiß nicht, was das ist. Keine Ahnung. Kann ich... Prestige. Standard.
Okay. Die Serverauswahl. Ah, hier, Serverregion zurücksetzen. Könnte man auch machen. Müsste man mal ausprobieren. Dumm, du dumm, 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 du dumm, dumm, dumm. Schauen wir doch mal.